Wir haben, genau, in der Zwischenzeit sind unsere beiden Gäste hier platziert worden, dorthin, wo die Gäste bei uns immer sitzen. Und zwar haben wir jetzt bei uns Robert Siebes von Opel Media, der ja von diesem, jetzt besonders von dieser Aktion von Herrn Sebastian Leber, dem Tagesspiegel-Journalisten, betroffen war. Und der Pohlmann-Journalist ist auch bei uns und wir werden das Ganze jetzt etwas analysieren und uns Gedanken darüber machen, wie eigentlich Presse funktionieren sollte und wie sie aktuell funktioniert. Danke ja. für die Einladung. Vielleicht... Robert, vielleicht kannst du sagen, was geschehen ist. Sehr gerne. Ich bin Filmemacher und Filmproduzent seit 22 Jahren und habe hauptsächlich für das Fernsehen und Kino gearbeitet. Und das mache ich auch heute noch. Auch jetzt sind noch verschiedene Projekte für Dreisat zum Beispiel und das ZDF am Laufen und in Produktion. Und letzte Woche hatte ich einen Film auf der Berlinale und dann kam so ein Artikel im Tagesspiegel letzten Freitag, der sozusagen mein Leben stark beeinflusst hat, aber auch das vor allen Dingen meiner Partner und Kollegen uns für viel Aufruhr sorgt. Und das Interessante, deswegen glaube ich, ist es schön, auch hier darüber zu reden, sind eben die Mechanismen, die mit so einem Artikel ausgelöst werden können. Also das ist ein Artikel, der den Tenor hat im Subtext, diese Firma ist zwar eigentlich seriös gewesen, aber macht jetzt Inhalte, die nicht tragbar sind oder so ähnlich. Die Überschrift war, Oval Media verbreitet Verschwörungslügen und arbeitet für Arte. So, das Interessante war eben der Widerspruch in Anführungsstrichen, weil Arte offensichtlich ein seriöses Label ist. Und das im Grunde wirkt es eben so, als ob der Artikel das Ziel hatte, beruflich unsere Firma zu isolieren, zu schaden, auszugrenzen, sodass die Partnerschaften, die wir zum Beispiel mit Art und anderen haben, dadurch erschwert oder verhindert werden. Und das hatten wir auch jetzt unter Dirk Pohlmann, mit dem habe ich schon darüber gesprochen, auch in der Sendung Narrative, die Oval Media produziert. Das Interessante ist eben, dass er sich damit schon länger beschäftigt hatte als ich und auch die Mechanismen zwischen, wie man Informationen in Artikeln platziert oder Gefühle genau genommen dort platziert und die dann aber dann als Referenz gelten können, zum Beispiel für Wikipedia oder andere Zeitungen oder andere Plattformen. Und bei Wikipedia, da gab es ja auch ein Phänomen, also du hattest gesagt, dass kurz danach, nach dem Erscheinen des Artikels, ist auch gleich eine Abänderung vom Wikipedia-Artikel erschienen. Das ist wirklich faszinierend, das muss also logischerweise hochprofessionell gewesen sein, denn wenn wir was bei Wikipedia ändern oder monieren wollen, dann dauert das oft Wochen, bis da was passiert, bis es sichtbar ist. Und dort war es so, dass innerhalb von 2,5 Stunden circa der gesamte, der Tagesspiegel als Referenz genommen wurde und viele verleumderische Inhalte auf dem Wikipedia-Eintrag von Oval Media waren. Seitdem wurde es wieder neu abverändert, aber weil wir auch vielleicht Sendungen darüber gemacht haben, jedenfalls wurde das, was insinuiert, also angedeutet war in dem Tagesspiegelartikel, dann quasi so übernommen, dass es wirklich eine Lüge war und so stand es dann in Wikipedia. Ja, das große Beispiel war, Ich kenne jemanden, der rechtsextrem ist, so ungefähr stand es im Artikel. Das könnte man im Detail noch besprechen, müssen wir aber nicht. Und dann war aber in dem Wikipedia-Eintrag gestanden, Oval Media kooperiert mit Rechtsextremen. So, und das, der Artikel hat sozusagen das zwar nicht so gesagt, aber wenn man ihn so schnell liest oder überfliegt, dann hat man so diesen Eindruck, dass Oval Media mit Rechtsextremen kooperiert. Ja, das ist ja das Phänomen, wodurch sich sowieso auch diese Sebastian-Leber-Artikel auszeichnen. Bei mir war ja auch der Spiel mit meinen verschiedenen Qualifikationen als eben Hutmacherin oder auch meinem gewissen Bekanntheitsgrad da als Hutdesignerin, ja, und dem Namen, dem Geburtsnamen, den ich für dieses Label eben verwende, und dann der Tatsache, dass ich Anwältin bin, das wurde ja auch so vermischt und verdreht, immer Alias, Viviane Fischer, Ulrike Feuerstein und so weiter, sodass dann ja der RBB tatsächlich sich bemüßigt gefühlt hat, zu schreiben, ich sei gar keine Anwältin, ich würde nur als Anwältin auftreten, ja. Haben sie dann ja auch sofort korrigiert, aber das ist eben genau dieses Gefühl, was da entsteht. Das ist die große Kunst der suggestiven Kommunikation. Also ich finde das wirklich auch faszinierend, wie professionell das passiert, weil etwas zu sagen, ohne dass man es ausspricht, das ist so ein bisschen die Kunst, die solche diffamatorische Artikel oft haben, weil die Message des Artikels ist eindeutig Verleumdung und eine Falschaussage, aber die einzelnen Sätze oder die Halbsätze sind
korrekt oder halb korrekt. Ja? Also das, da kann man gar nicht so genau sagen, das ist eine klare falsche Tatsachenbehauptung. Ich meine, die Werbung oder die PR arbeitet natürlich mit ähnlichen Methoden. Wenn es jetzt einen anderen Artikel über mich gäbe, Filmemacher, und dann steht da, ja, und der spielt gerne mit, sein Sohn heißt Oscar und der spielt gerne in der Sonne und außerdem liebt er es, Preise für die Kinder auszurufen und dann hat er auch schöne Filme gemacht, dann kann der schnell überfliegende sozusagen suggestiv, ja, dieser Name Oscar ist ein Preis, so, man hat das bleibt dann so hängen, ja, das ist dann zwar, also das ist, glaube ich, so funktioniert, wo oft PR, ohne dass das so subliminal wirkt, und das ist eben hier andersrum auch, bei dem Rufmordversuch, ja. Ja, wir könnten auch reinschreiben, Oval ist die beste Dokumentarfilmfirma der Welt, wäre erlaubt, weil es ist nicht objektivierbar. Also ist eine sozusagen Meinungsaussage, keine Tatsachenbehauptung, weil die beste kann man nicht verifizieren. Aber das ist, was auffällig ist, man muss sich das ja mal konkret vorstellen, also 2,5 Stunden. Das heißt, kommt ein Artikel im Tagesspiegel und dann muss das ja auch in Wikipedia reingeschrieben werden und mit Formatierung. Also das heißt, das braucht auch nochmal, sag ich mal, das ist ein langer Riemen, der da reingesetzt worden ist, was dafür spricht, dass es eine direkte Kooperation zwischen Tagesspiegel und Wikipedia, was wir in Wikihausen, der Markus war ja schon mal hier, auch mehrfach und in aller Deutlichkeit und überall zeigen können, dass das Netzwerke sind. Das sind Leute, die kollaborieren. Das sind zum Beispiel die Salonkolumnisten, da sind die meisten von denen drin. Es sind Leute aus dem Bereich der Skeptiker, humanistischer Pressedienst und sowas. Also Skeptiker ist ein Ehrentitel, den möchte ich eigentlich nicht für die Leute verwenden. Das sind eigentlich ist eine atheistische Sekte, so würde ich das bezeichnen. Also die ganz klare Vorstellung haben und nicht davon auch nur 5 oder 6 Millimeter links oder rechts abweichen wollen. Die sind auf jeden Fall in Zusammenarbeit, also GWUP ist da auch eine Sache, die mit drin ist, und eben diese Antideutschen. Und die Antideutschen, das ist die Fraktion, in der auch der Sebastian Leber sich bewegt, oder die Antifa. Er hat ja auch einen Artikel geschrieben, danke, liebe Antifa, also wirklich, das war die Headline, ja. Wo ich das erstaunlich finde, wie so jemand im Tagesspiegel, der ja eher, sag ich mal, liberal-konservativ ist, wie diese gut da drin unterkommen können, wie das möglich ist. Aber es gibt ganz klar, gibt es Netzwerke dort, die sich gegenseitig bedienen. Auch wenn man eine Fraktion angreift, wird man von allen zusammen zurück angegriffen. Kommt also drin vor. Das war eben bei den Ruhrbaronen war das der Fall. Das ist auch so eine Gruppe, die mit dazu gehört. Also der Markus und ich können diese Gruppen benennen und auch die Akteure in Wikipedia, und die haben jetzt im Laufe unserer Berichterstattung zum Teil Namen geändert. Also aus Co-Pilot wurde ein Bericht. Also das ist dann immer schwierig, das nachzuverfolgen, aber das sind immer wieder die üblichen Verdächtigen, die da auftauchen und die dann auch entsprechend bearbeiten. Und ich weiß, der Markus, ich will das nochmal sagen, wir hatten ja Kontakt auch mit dem Professor von der University, Purdue, also diese Purdue University, die 2015 eine Studie über Wikipedia gemacht haben und die bis in die Ziffern zu den gleichen Ergebnissen gekommen sind wie wir. Wir hatten festgestellt, dass 1% der Wikipedia-Autoren 77% der Beiträge erstellen. Das sind diese Hyperaktiven. In den USA ist es 1% 80%, also fast identisch. Die haben auch mittlerweile Kontakte zu uns aufgenommen. Die hatten gesagt, es ist eine Gruppe, die man als religiöse, wie eine religiöse Sekte oder eine politische Aktionseinheit verstehen kann, deren Gewinn, warum sie so viel daran arbeiten, ist, dass sie in der Lage sind, das Narrativ, die Einschätzung von Personen für den Rest der Welt, also der Sprachenwelt, sozusagen vorzugeben. Also sie haben ihre größtenteils erfolglose politische Tätigkeit in die Wikipedia verlagert und haben dort aber Freispiel. Das ist die Frage, was da eigentlich los ist, dass man, wenn man so ein Problem bemerkt, es nicht beendet. Aber das ist genau das, was ihm passiert ist. Das heißt, das kommt genauso wie bei der Gründung der Partei. War das ja auch so. Es war nicht in einer Zeitung, sondern es war gleich eine ganze Reihe von Zeitungen, die auch wieder in dieses Netzwerk gehören. Und dann sind die Sachen auch gleich in Wikipedia. Also das heißt, das Narrativ wird bestimmt. Was mich dabei am meisten beschäftigt, ist, dass das halt so konträr ist zu meiner Zielsetzung und auch der Zielsetzung aller meiner Kollegen. Die Leute, die Dokumentarfilme machen, die machen das fast alle aus dem Bedürfnis heraus, dass man Menschen, die anders sind als man selbst oder als die Zuschauer,
näher bringt, dass man da Brücken schlägt, dass man Verständnis schafft. Und auch der Film, der jetzt auf der Berlinale lief zum Beispiel, richtet sich gegen Faschismus, denn es erzählt die mutigen Menschen in Gefangenenlagern der KZs und Arbeitslager des Nationalsozialismus, die dort Fotos gemacht haben. Und alles, was ich die letzten 22 Jahre gemacht habe und unterstützt habe, geht eben genau in diese Richtung. Und deswegen ist es dann auch nicht verwunderlich, dass Sebastian Leber nichts gefunden hat, was er mir in den Mund legen kann, weil, oder so. Und trotzdem ist das Ziel aber von so einem Artikel Spaltung. Die Leute müssen sich entweder distanzieren von unserer Firma oder meiner Arbeit, oder sie gehören halt zu der anderen Seite. Ja, und ich sage, ja, das ist komplizierter. Ja, also wir sind, deswegen kommt man mit diesem antifaschistischen Narrativ, ja, mit dieser Art zu sagen, wir sind gegen, keine Ahnung, kommen aber bei meinen Kollegen ganz gut an, weil die sind nämlich genauso wie ich. Ja, wir sind nämlich alle so, dass wir sagen, ja, also Machtbündelung ist schlecht, Gewaltenteilung ist gut. Ich würde selbst ein Interview mit einem Mörder führen für einen Dokumentarfilm. Das ist ganz normal, darum geht es ja. Ich mache jetzt nicht. Und dann diese Logik der Kontaktschuld. Witzigerweise habe ich aber jetzt kein Interview mit einem Mörder geführt, und weil sich das einfach nicht ergeben hat. Aber von der Haltung her geht es halt darum, dass man mit jedem Menschen gegenüber offen ist. Und genau das Gegenteil davon offensichtlich zeigen diese Schreiber auf, von denen du sprichst, und diese Gruppen auf, von denen du sprichst. Und dann nennen sie sich aber antifaschistisch, was aber eigentlich eine Verquerung des Wortes ist. Weil ich sage, Faschismus ist genau das, wenn man Menschen ausgrenzt. Ja, und deswegen haben wir auch Sebastian Leber eingeladen in die Sendung Narrative und werden das jetzt auch nochmal auf anderen sozialen Medien verkünden und die Einladung wiederholen, obwohl er das erstmal abgelehnt hat. Aber ich glaube, das ist nur eine Schüchternheit, wenn alle Menschen ihn aufrufen, die jetzt hier zusehen, dass er kommt in unsere Sendung Narrative, dann hat er vielleicht den Mut zu sagen, das machen wir. Ja. Ja. Weil es ist immer so, ich weiß das, wenn man miteinander redet, können Konflikte wirklich gelöst werden. Man muss nur miteinander reden. Und je schlimmer der Konflikt ist, desto wichtiger ist das Gespräch. Das Gespräch ist unbedingt wichtig. Ja. Wir haben jetzt versucht, diesen Fall, für mich ist der Fall Tagesspiegel, nicht der Fall Wuval Media, also jetzt aufzudröseln. Es wird von uns auch noch eine Einladung an Sebastian Leber rausgehen, sich zu erklären. Wir haben gestern, Markus Fiedler und ich, uns mit Zorro Kenji, also diesem Kameramann in dieser berühmten Verkettung von Aktionen, die dazu führt, dass dann letztlich also er zum Nazi-Fan wird, ja, mit dem geredet, das war auch eindeutig. Also er hat tatsächlich für den Volkslehrer mal gefilmt, er hat aber auch schon mal bei der Antifa gefilmt. Ja. Also das ist nicht zuordnenbar, er ist nicht als Rechter zuordnenbar, sondern eher als jemand, der... Alles, was interessant ist. Alles, was sich bewegt. Also wenn das für ihn interessant ist, dann geht er daran. Er ist also 2 Stunden mit der Antifa durch Berlin gezogen. Und war eine Dreiviertelstunde mit dem Volkslehrer, der ihn gefragt hat, weil sie in einer Sendung von Zorro Kenji hatten sie den Anselm Lenz, der die meiste Zeit geredet hat, und den Volkslehrer, der sehr viel Kreide gegessen hat, das immer aus dem Mund rausbröselte. Ludwig, also den Anwalt, haben die sich unterhalten und haben sich gut gestritten auf einem guten Niveau. Also das war nicht irgendwie, ach du süßes kleines Nazi-Häschen, wir haben dich ja doch alle lieb, sondern das war schon konfrontativ, also eigentlich guter Journalismus, kann man sagen. Und da kannten die sich, und als er der Volkslehrer auf dieser Veranstaltung war, so hat Zorro Kenji beschrieben, kam er und sagte, mein Kameramann hat gerade abgesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, kannst du mir gerade helfen? Und jetzt hat man so einen Nachbarn, den man nicht gut findet, und der sagt, ich habe einen Platten, kann ich mal telefonieren, was macht man? Sagt man dann, nein. Also es war so. Und dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich ihn gefragt nach seiner politischen Auffassung und so. Und man merkte dann, der tickt ganz anders. Er ist wirklich so einer, ich bin jetzt im Urwald, guck mal, da ist ein Jaguar, ich guck mal, ob ich den filmen kann. Ich gehe mal näher ran. So, ja, das ist seine Attitüde. Er ist radikaldemokratisch, würde ich das nennen. Aber um das nochmal, diese ganze Attitüde, es ist dann so, Robert ist ja letztendlich jetzt in einem Universum des Zweifels aufgetaucht. Das heißt, beim nächsten Mal kann man schreiben im Tagesspiegel, der umstrittene Filmemacher Robert Siebes zum Beispiel. Das ist das Nächste, was kommen wird. Das heißt, man wird eingeführt in so ein Feld, wo man so ein bisschen mit Plutoniumspray eingesprüht wird, damit alle anderen, die mit einem zu tun haben, davor dann zurückschrecken. Und das ist die Technik, die konstant machen. Das ist ja immer auch problematisch, wenn einem gesagt wird, warum bist du denn so antisemitisch?
Ja? Und dann sagst du, aber ich bin doch gar nicht. Ja? Also die Antwort darauf ist ja nicht sozusagen Maul, sonst Beule in der Kurzversion, ja? Sondern man antwortet irgendwie darauf und man fühlt sich, also sozusagen ist ja so schockiert von diesem größtmöglichen Anruf, dass man erstmal versucht zu erklären, dass man das nicht ist und ist dann bereits in dem Modus, dass man weiter darüber reden kann. Ich behaupte, das sind alles Techniken, die ich kenne von meinen Geheimdienstrecherchen, Zersetzungen, wie man mit sowas umgeht. Also da ist sehr viel Fachwissen vorhanden, würde ich behaupten. Und ich würde auch nicht annehmen, dass das alles als die Schaumgeborene aus den Köpfen von den Leuten springt in dem Moment, sondern dass die untereinander sich abgleichen damit, wie man das macht. Man kann Sebastian Leber als deutschen Meister im Zusammenstellen von Wörtern zu neuen Bedeutungen, die alle so mit Rasierklinge sind. Ja? Also alle, es sind alles vergiftete Worte eigentlich. Mhm. Jeder Artikel besteht, jeder, der damit mal zu tun hatte als Objekt der Berichterstattung, wird das bestätigen können. Ich habe eine ganze Reihe von Leuten jetzt schon gesammelt, die mir auch dazu was erzählen können. Aber interessant wäre eigentlich, Sebastian Leber mal zu fragen, warum? Warum macht er das? Warum macht er das in Reihe? Und mich würde noch mehr interessieren eigentlich beim Tagesspiegel, warum beschäftigen Sie so jemand? Zu welchem Zweck haben Sie so jemand an Bord bei einer angeblich seriösen Zeitung? Für mich ist es das Ende des seriösen Journalismus, solche Sachen. Also man kann das schreiben, man kann eine Meinung haben, man irrt sich auch dabei, das muss man korrigieren, das ist sozusagen, das ist Lernen, während man läuft, ja, aber hier ist, die Artikel sind, auch wenn man Fragen bekommt, sind immer eine Absicht und die Absicht wird mit Material gefüllt. Es ist nie, dass man, was einen guten Dokumentarfilm auszeichnet, dass man irgendwo hingeht und dann sieht und sagt, ach, da ist eine Facette von der Person, die hat man gar nicht erwartet. Da hat man jetzt den Typ, der, was weiß ich, der 5 Jahre als Henker gearbeitet hat und der beschäftigt sich in seiner Freizeit mit chinesischer Kalligrafie. Ja, dann wird man sagen, Moment mal, wir haben hier eine Facette, das macht das eine nicht das andere, aber lass mich doch den Menschen so verstehen, wie er ist in seiner, sozusagen sie eine Dialektik mit seiner Vielfältigkeit. Und das hier ist alles mit dem Holzschnitt und zwar mit so einem Stechbeitel und so einem Hammer gearbeitet. Ja, ich höre jetzt mal auf, ich werde wütend. Angenommen, dürfte niemand von denen jemals im Fernsehen aufgetaucht sein, weil es ist ja anrüchig, solche Leute zu filmen oder über die zu berichten. Das kann doch nicht sein. Ja, es dient dazu eben. Ich betrachte das als, es ist ja ein politischer Kampf. Es ist ja auch kein Journalismus. Journalismus interessiert sich in so einem Fall für eine Person. Das beste Beispiel ist Egon Erwin Kisch, der losgeht, geh hin und schreib es auf und redet dann mit der Mutter eines zum Tode Verurteilten, eine seiner berühmtesten Reportagen. Ja? Und dann kommt da viel drüber. Oder eines der schönsten Reportagen, die ich überhaupt kenne, ist von, jetzt komme ich nicht auf den Namen, ein berühmter sowjetischer Dichter, der dann unter Stalin, also ein jüdischer Name, vielleicht kommt jemand noch drauf. Der hat Ho Chi Minh interviewt, als er in Paris war, 1922 oder sowas. Und da war Ho Chi Minh noch nicht Ho Chi Minh, das heißt der alte Onkel Ho, sondern der hatte seinen richtigen Namen, Nguyen, Vietnam gab es auch noch nicht, also war ein adliger Familie aus dieser. Und der Mann hat mit, dieser Dichter hat ein Interview geführt, wo man in kleinsten Details, also hat er gezeigt, welche Bedeutung in diesem Mann drin liegt, in diesem kleinen, schmalen, klugen, leisen Mann, dass er jemand ist, der Weltgeschichte schreiben könnte und beschreibt das an ganz vielen Sachen, an seiner gedanklichen Schärfe, an seiner Präzision, aber auch mit seiner leisen Stimme. Also es ist ein wunderbares Stück. Das ist für mich eine echte Reportage über jemanden, wo man sieht, und er ist so gut, dass er erkannt hat, was in diesem Mann drinsteckt, der in Paris rumgegangen ist als Tellerwäscher und hat sich halt überall in den Vorlesungen reinbegeben, um mitzuhören, ja, um was zu erfahren. Das ist Journalismus. Ja. Und das hier ist, ich habe vorher eine Vernichtungsabsicht und suche mir dafür Teile zusammen. Das ist das Gegenteil. Aber das hat nichts mit Journalismus zu tun, haben wir eben von Walter nicht von Rossum gehört. Ich würde, Haltung ist ein viel zu positiver Begriff dafür. Ja, vielleicht hat er gar keine, ne? Es ist eine Vernichtungsabsicht, die da drin steckt. Es geht ja, erster Artikel, erst die Anwürfe und am Ende macht er dann seine Kerben im Gewehrkolben schon, wer alles sich von ihm schon distanziert hat und wo die Sachen weg sind. Worüber ich mich freuen würde, wäre fachliche Kritik. Das wäre, wenn wir was sagen oder ich jemand reden lasse, der irgendwas sagt. Und dann würde man darauf eingehen, was die Person gesagt hat, sagt, das stimmt aber nicht, hier ist diese Studie oder das stimmt aber nicht, weil man kann es auch so sehen, wenn es eben eine wirkliche Debatte wäre. Darüber würde ich mich wirklich freuen. Und in den ganzen Vernichtungsversuchen, die es in den Altmedien gibt, sehe ich das halt
fast gar nicht. Also ich habe es auch, es gibt es bestimmt, aber es ist nicht in der Mehrheit auf jeden Fall. Es ist hauptsächlich gegen die Person. Sie wollten ja, ihr wolltet jetzt den nächsten Gast dazu holen. Ja? Dass wir hier niemanden verlieren. Ossip Mandelstamm heißt er übrigens, ist mir eingefallen. Ist jemand in der Leitung? Kannst du das erkennen? Ich glaube nicht, aber ich weiß nicht, konnten sich immer so einwählen. Ja. War die ganze Zeit niemand zu sehen? Okay. Ich habe immer geguckt, war bisher niemand. Okay. Da steht Ems, das kann nicht sein. Nee, dann können wir weitermachen. Ich meine, das ist ja das, ich glaube auch das, was dieses Format, das wir hier betreiben, für eine bestimmte Gruppierung von Journalisten so gefährlich macht. Wir setzen uns hier hin und unterhalten uns und jeder kann von Minute 1 bis Minute 10.000 sehen, wer was, wie, wo, wann gesagt hat. Jeder einzelne Quatsch, den jeder von uns schon mal erzählt hat hier. Wir versuchen es auf ein Minimum zu reduzieren, aber jedes falsche Wort, jede Unbedachtheit oder sonst irgendwas oder wo jemand gesagt hat, ja, weiß ich nicht oder keine Ahnung. Und das ist halt was anderes, als aus dem Komfort eines beheizten Büros heraus so einen Meinungsartikel zu schreiben, mit dem man das dann unterminiert, weil man natürlich weiß, wer die höhere Glaubwürdigkeit für sich beanspruchen kann. Der die Karten auf den Tisch legt und sagt, hier bin ich und das bin ich und so. Oder der jemand sagt, glaub mir mal, ich habe mir das angeschaut. Das ist der Vorteil des Live-Formats. Ja. Ne? Dass du einfach super authentisch ist, da ist null Manipulation. Möglich, also zumindest nicht über so viele Stunden. Ich fände es gut, wenn ihr trotzdem eine Zusammenfassung machen würdet auf 10 Minuten, ja, weil ich kann das zum Beispiel nicht die ganze Zeit gucken. Und es gibt ja die Möglichkeit für jemanden, wenn man das so taggt, dass man sagt, wenn du genau wissen willst, was an dieser Stelle gesagt wurde, guck dir dann diese Passage an. Ja. Das wäre eine vernünftige Vorgehensweise für Leute. Also so ein Executive Summary, 2 Seiten davor, was es für schriftlich und dann, dass man weiß, weil hier ist so viel umgesetzt worden schon an Kenntnissen, die sich in ihren allen Köpfen wahrscheinlich auskondensiert haben, ja, aber welcher Zuschauer hat alles gesehen, ja? Ja. Aber sowas kommt jetzt auch. Okay, gut. Ich würde mich freuen, Athen ist gut. Ja, das ist wichtig, dass du das ansprichst, weil das ist ein Problem, was sehr viele Menschen haben. Du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, so, jetzt gucke ich mal 6 Stunden lang und dann auch live. Oder auch hinterher. Das ist der Grund, warum wir das jetzt, glaube ich, wir haben doch schon etliche. Ne? Wir haben auch jetzt kürzere Zusammenschnitte. Die werden jetzt auch zeitnah nochmal in anderer Form präsentiert, sodass man die dann auch über die Webseite finden kann. Und dann und die Webseite wird auch Englisch. Das hätte schon längst passieren müssen. Jetzt, glaube ich, ist es soweit. Ne? Sie war auch schon mal Englisch und jetzt wird sie wieder auch Englisch. Auf den Aufwand, ja. Also ich kenne es von Free21 und das ist nicht einfach, aber wenigstens die Highlights. Also wenn ihr sozusagen sortiert nach Prioritäten, wäre das eine gute Geschichte. Ja, das haben wir doch schon. Ja, nee, okay, gut. Ich höre auf, Vorschläge zu machen. Nee, das ist richtig, dass das immer wieder angesprochen wird. Glaubt ihr denn, dass es jetzt so einen zeitlichen Grund dafür gibt, dass diese Attacken gegen Oval Media laufen? Wenn wir jetzt Naomi Wolf schon hätten, die würde es uns genau erklären können. Ja. Die hat nämlich die 10 Schritte von der Demokratie zum Faschismus beschrieben. Und der zeitliche Grund ist der, dass man jetzt offenbar an dem Punkt angekommen ist. Ich lese euch das mal vor, was sie da geschrieben hat. Sie ist eine bekannte Journalistin in den USA, kommt aus San Francisco eigentlich. Ich hoffe, sie ist jetzt nicht da, weil das würde bedeuten, bei ihr ist es 5.30 Uhr morgens. Wenn sie an der Ostküste ist, dann ist es 3 Stunden später, dann geht's schon noch. Und sie ist auch Bürgerrechtlerin, Aktivistin und sie hat insbesondere, jetzt zuletzt hat sie nochmal Furore gemacht, weil sie im Defender, das ist von CHD, von Children's Health Defense, von Robert F. Kennedy Jr., hat sie nochmal einen Artikel geschrieben über genau diese 10 Schritte. Und sie sagt, wir sind jetzt beim 10. Schritt und zwar diese 10 Schritte, hierbei, ich muss aus Wikipedia zitieren, aber die 10 Schritte sind Ausrufen eines furchterregenden inneren und äußeren Feindes, das kennen wir schon, Corona, Einrichten von Geheimgefängnissen, in denen gefoltert wird, tja, wir wissen es nicht, entwickeln einer Schlägerkaste oder paramilitärischen Organisation ohne Rechenschaftspflicht gegenüber den Bürgern, haben wir gerade gesehen, Aufbau eines inneren Überwachungsapparats, läuft schon lange, Schikanen gegen Bürgergruppen, haben wir gesehen bei jeder Demo, willkürliche Festnahmen und Entlassungen, sehen wir jeden Tag, Schlüsselpersonen verfolgen, da gehört ihr wahrscheinlich dazu, die Presse überwachen, da gehört ihr dazu,
Die andere, die Old Media, haben sie ja schon längst unter Kontrolle. Alle politischen Dissidenten als Landesväter, Verräter behandeln und die Herrschaft des Rechts außer Kraft setzen. Die Herrschaft des Rechts außer Kraft setzen ist entscheidend, damit die einfach ungehindert durch irgendeine Justiz machen können, was sie wollen. Es und gibt da übrigens noch da rein Eric Hobsbawm, also der große Mann der Totalitarismusforschung, hat noch gesagt, dazu gehört auch, und das haben wir auch, das Postulieren einer unumstößlichen Wahrheit, am liebsten naturwissenschaftlich begründet, die als Ursache für alle Maßnahmen hergeholt wird, die man hat. Also das war bei ihm begründet auf die Eugenik im Dritten Reich und auf die, den wissenschaftlichen Materialismus in der Sowjetunion. So hat er das gesehen, aber das haben wir jetzt auch. Corona ist unsere Variante davon. Aber die ist unser Maschinenraum meldet uns, dass Naomi Wolf im Zoom wartet. Okay.